Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Wir sind Broski, Zweitkanal. Es ist die gleiche Optik vom Start vom letzten Vlog, denn ich muss wieder essen am Anfang des Vlogs. Das ist eine komische Angewohnheit. Wir haben gerade 8 Uhr morgens in der Früh. Das ist eine wilde Zeit für mich als Influencer eures Vertrauens, an die ich mich während der Hauszeit gerade gewöhnen muss. Ich habe gleich einen Termin beim Haus, dazu werde ich euch gleich aber noch näher was erzählen. Als erstes brauche ich noch ganz schnell vorher Frühstück, das mache ich kurz und dann erzähle ich euch, worum es geht. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt und heute XXL-Vlog, heute passiert viel. So Freunde, da sind wir. Und jetzt einmal ganz kurze Zusammenfassung, worum es heute im Vlog geht. Denn es wird ein bisschen größer. Also heute wird, glaube ich, schon einiges passieren. Ich muss gleich als erstes einmal auf die Baustelle, denn da habe ich einen Termin mit dem Scherko. Das ist mein Heimkinobauer. Mit dem muss ich eine kleine FaceTime-Videokonferenz abhalten. Dann werden heute, meines Wissens zumindest nach, irgendwelche Gartenmöbel geliefert. Das heißt, ich kann noch rund um die Uhr angerufen werden mit den Worten: Yo Bro, deine Gartenmöbel sind da. Heute Abend, wenn Finn von der Arbeit wiederkommt, gibt es einen kleinen Einkauf, das was ihr wahrscheinlich auch im Titel gesehen habt. Finn und ich werden unser örtliches Möbelgeschäft mal ein bisschen unsicher machen. Also wir werden jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, die dicksten Möbel anfangen einzukaufen, aber so kleine Kommoden für den Gaming-Keller, vielleicht noch irgendwelche anderen Accessoires, da werden wir auf jeden Fall mal schauen, was wir da bekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich muss jetzt ganz schnell frühstücken, weil ich schon wieder viel zu spät dran bin, und dann Baustelle und dann Telefonat, Heimkinobauer, und dann bis gleich. So, perfekt. Ich hab dich einfach auf den Tisch gelegt. Moment, so ist es. Jo. Der Projektor wird ja später hier an der Fenster. Genau, hier, ne? Genau da. Also hier brauchen wir HDMI, Strom und was noch? Das ist alles. HDMI-Strom? Ja. So Freunde, weiter geht's. Was ein Tag. Ich bin jetzt kurz zu Hause gewesen. Jetzt geht's zurück zum neuen Haus, denn ich wurde gerade angerufen, in 25 Minuten werden die Möbel geliefert. Entspannt, das sind ein paar Gartenmöbel. Ja, also weiter geht's. Stressiger Tag, aber was willst du machen? Ja, das Haus geht voran. So Freunde, guckt euch das an. Sehr geil. Das ist so ein Garten-Lounge-Set, ein kleines. Feiere ich auf jeden Fall. Ich werde es nicht final so stehen lassen. Ich habe es jetzt einfach erstmal nur so übergangsweise, damit es irgendwo schon mal ist. Aber sehr nice, Alter. Ach, Freunde, jetzt kann man es hier auf jeden Fall aushalten. Sehr, sehr geil. Freunde, ich filme jetzt hier provisorisch ein bisschen mit dem Handy. Aber, das hatte ich gerade vergessen, das wollte ich euch noch zeigen, da ich ja jetzt sowieso noch mal hier bin. Wie das Ganze dann aussehen wird, beziehungsweise wie das funktioniert mit dem Heimkinoraum. Und zwar hat die mir jetzt hier auf jeden Fall auch schon wieder Arbeit geleistet, hat gut vorgelegt. Hier kommt ja die Couch hin, das kennt ihr, denke ich mal. Und dann von hier oben wird dann die Leinwand runterhängen. Das ist dann hier ungefähr die Höhe, wo das Lowboard dann hier drunter kommt. Ich habe übrigens echt eine geile Schrift. So, hier kommt noch so eine Verstärkungsplatte hinter, denn da wird der Beamer befestigt. Der wird dann hier auf so ein Brett gestellt. Hier kommen dann nämlich auch noch Kabel drunter, genauso wie hier und da. Da seht ihr die schon, da geht es langsam los. Hier kommen noch Kabel raus, da kommen noch Kabel raus. Die werden nämlich alle schön unter den Putz gelegt, was auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache ist. Ich habe nämlich insgesamt 7 Boxen verbaut. Hier kommt zum Beispiel eine aus der Decke, da kommt noch eine aus der Wand. Da muss noch ein Loch rein, wo ihr dieses X eingezeichnet seht. Hier kommt noch ein Loch rein. Also das wird auf jeden Fall alleine schon akustisch eine richtig, richtig geile Sache. Und ihr wolltet ihn sehen. Dimi ist auch jetzt endlich mal mit dabei. Und du zeigst jetzt, was du in der Dusche vorhast, ne? So einer der Propheten, ne? Aha. Der kommt hier hin. Auf dem Niveau. So, fuck. Der Lusche kommt einfach runter, ne? Ja. Ganz schnell und so. Und dann haben wir das einmal oben ringsrum, ne? Ja. Einmal oben. Und hier mache ich eine Revisionsklappe. Aha. Dann kannst du den immer aufmachen, wenn du den
austauschen willst oder neue LED-Streifen reinmachen willst oder mit Funk, wie auch immer, dann machst du hier auch, nimmst den Mac. Also es ist wie so ein Schussstreifen oder was? Ja. Oder wie kann man sich das vorstellen? Hab ich den auch da, guck mal. Okay, wir gucken. Das Nassbereich, ne? Ah, das ist diese Schutzverordnung oder nicht? Keine Ahnung. Ja, kommt einmal hin, kommt hier rein in die Decke. Ah, okay, und den kannst du dann auch, kannst du halt komplett steuern einmal, ne? Ja. Ja, perfekt. Ich sage, der ist nicht mit Funk, weil. Ja. Mit Funk den ich auch ne? Ah, das sieht geil aus, ja. Geil. Mhm. Ja, fett. Also ich bin ehrlich, very nice. 6,5 Stunden später. So, Freunde, wir sind jetzt ein gutes Stück weiter. Ich bin gerade logischerweise auf der Autobahn oder im Auto, wie ihr schon gesehen habt. Und zwar fahre ich jetzt gerade mit dem Finn zusammen, der ist hinter der Kamera. Moin, Finn. Was geht? Ja, endlich mal wieder am Start. Ihr habt ihn euch gewünscht und wahrscheinlich auch schon viel gesehen und gelesen. Denn wir fahren jetzt noch mal ganz fix zum IKEA. Müssen uns ein bisschen beeilen, der hat nur eine Stunde offen. Wollen uns mal so ein, zwei Inspirationen holen, weil Finn mir auch auf jeden Fall beim Gaming-Keller helfen wird. Da hat er sich schon angemeldet, da hat der Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Und safe. Ja, wir gucken mal, dass wir vielleicht so ein, zwei Sachen schon holen. Ich bin jetzt aber auch halt nur im Polo Ferrari unterwegs, da passt jetzt nicht so viel rein. Wir schauen auf jeden Fall mal. Und danach, Finn war noch nicht am Haus. Der muss das erstmal sehen. Zeigen wir ihm dann gleich noch, auch ganz entspannt. Und, ich bin echt gespannt, ne? Ja, ich bin auch mal gespannt, was du sagst. Wir haben gerade schon ein bisschen geredet. Finn meinte, er kann sich noch nicht ganz so vorstellen, weil er es auch nur aus den Videos kennt. Und da täuscht ja, sag ich mal, immer Dimension so ein bisschen der Eindruck drauf, ne? Ja. So, muss man schon immer eher selber sehen. Von daher, ja. Aber als erstes, IKEA. Jetzt hier haben wir so ein Placement. Mein IKEA. Einfach aussteigen, Schlüssel stecken lassen. Ja, erkennt jeder. Ja, vergleich das mal bitte, wie peinlich scheiße meine Maske aussieht und wie cool deine im Vergleich aussieht. Das ist ja mega traurig. Ich will auch eine coole Maske haben. Kurzen Maskenporn. Egal, guck dich das mal an, wie frech das ist. Ich will auch eine geile Maske haben, ohne Spaß, das ist richtig traurig. Wir gehen jetzt rein in IKEA und kaufen den ganzen Laden. Ja, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der Hey mit H-E-J schreibt. Ist ja auch ein schwedisches Unternehmen, ach, ne? Schwedisches. Muss man eigentlich wissen. Einfach nur. Wie das Wetter. Drei Reihen sind. Digga. Hammer, Alter. Sieht schon bosshaft aus auf jeden Fall. Aber das, keine Ahnung. Ich hab's gerade zu Finn gesagt, so, es sieht immer richtig nice aus. Aber es passt halt selber gar nicht zu allem. Also das Einzige, was mich hier anspricht, ist diese Flasche. Alter, Simon, was machst du da? Junge, verpiss dich doch mal, Alter. Oh, sorry, Alter, ich hab dich nicht gesehen. Mein RTL! Steini. Steini, wir könnten hier einziehen, Alter. Mein Kopf sieht ein bisschen scheiße aus. Dieses Produkt findest du in der Markthalle. Gibt's die Pfeife gratis dazu? Ich glaube, die meinen die Vitrine, oder? Nee, schade. Brudere muss los. Ich finde jetzt hier unten mit dem Blumenmuster nicht so nice, ne? Aber hier irgendwie sowas Vitrinenmäßiges. Ich fotografiere mir das mal ab. Sah ich echt nice aus. Warte, hier habe ich noch ein bisschen bessere. Auf Design zu verzichten. Okay, ja. Ich will hier machen. Ah. Hier, sowas suche ich übrigens auch noch, Freunde. Auch für einen Keller. Wie so ein kleines Mini-Regal, wo so das ganze Shisha-Zeug rein kann. Gibt es ja auch irgendwie verschiedenste Variationen. Das sieht übrigens auch geil aus für die Wand. Ja, finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Sowas Kleines, so weißt du, was nicht Platz wegnimmt. Okay, das ist zu dunkel. Yes, man. Die Kissen möchte ich haben. Im Gaming-Zimmer. Guck dir den immer an. Okay, Bro, chill. So, neuer Einkaufswagen, neues Glück. Den anderen haben wir verloren. Verloren im Aufzug, als wir mal oben gefahren sind, weil uns aufgefallen ist, dass wir erst jetzt einen Einkaufswagen brauchen und wir schon. Nein. Fake News. Schreiben Geschichte. Simon hat irgendwas gefunden, was er kaufen kann. Einfach auf Krampf irgendwas. Ist das
Digga, es ist so ein Arm. Was brauchst du? Es ist so ein armes Zeugnis, ne? Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir laufen hier jetzt seit einer Dreiviertelstunde rum. Das könnte jetzt der zweite Snipe werden, ne? Der Simon packt sein Leben in den Einkaufswagen. Ja. Müll. Hygiene. Ja, ich brauch das. Ich hab viele Klamotten. Dann gönn dir doch. Ja, ich gönn dir doch. Ich shoppe jetzt auch richtig dran. Ich hab jetzt gerade richtig gut geleckt, ne? Ehrlich. Ja, jetzt ist am Kaufrausch. Das ist kein Krampfeinkauf, weil ich hier ungeplant reingegangen bin und wirklich eigentlich keine Ja. Genau. Hey, aber das sind, ganz ehrlich, das sind Sachen, die ich brauche. Tschüss. Hey, look at my damn. Also, wir halten fest, wenn Simon jetzt gleich reinkommt und lächelt, dann hat er einfach einen kleinen Pimmel. Der Wichser. Okay, er hat einen richtig fetten Pimmel, Alter. Ein paar Sekunden später. Freunde, das hier ist das Ende vom Vlog. Ich hatte einen coolen Tag mit Finn. Ich habe mir gerade nochmal das Haus gezeigt, wie angekündigt. Wir haben da eine Stunde lang getüftelt und uns ein paar Sachen angeguckt. Und ja, wie man das so macht, wenn man dann das Haus verlässt, schließt man seine Tür ab mit dem Schlüssel. We got him. I'm not afraid.